Dizan, was machen wir denn heute hier? Also ich bin wahnsinnig happy, sagen zu können, dass wir heute gemeinsam unsere Kampagne gestartet haben, eine multilinguale, zur Bundestagswahl. Denn in 87 Tagen ist es soweit. Wir haben 60,4 Millionen Bundesbürger, die wahlberechtigt sind. Und davon sind knapp 6 Millionen mit einer Zuwanderungsgeschichte versehen. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir alle Menschen erreichen und gemeinsam hoffentlich dazu einen kleinen Beitrag leisten können, gemeinsam mit unseren Wertebotschaftern und Wertebotschafterinnen von German Dream, aber auch mit der Unterstützung von Facebook, also von euch, dafür zu sorgen, aufzuklären und auf die Selbstwirksamkeit hinzuwirken und den Menschen da draußen zu zeigen, ob jung oder alt, ob mit oder ohne Zuwanderungsgeschichte, ihr entscheidet die Wahl. Es ist eure Stimme und dass jede Stimme einen Unterschied machen kann. Und das macht mich sehr, sehr glücklich, auch dass wir das zusammen machen. Ja. Und Constanze, vielleicht magst du dich erstmal vorstellen. Wer bist du genau und was machst du bei Facebook? Sehr gerne. Ich freue mich auch sehr, sehr, sehr hier zu sein. Ich bin Constanze. Ich leite das Gesellschaft- und Innovationspolitik-Team bei Facebook für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und wir freuen uns sehr, dass wir Kooperationspartner der Kampagne sein dürfen. Denn in Deutschland melden sich täglich etwa 23 Millionen Menschen allein auf Facebook an. Da sind Instagram, WhatsApp noch gar nicht mit eingerechnet. Und entgegen aller Unkenrufe sind da auch sehr viele junge Menschen nach wie vor dabei, die auf Facebook aktiv sind. Natürlich parallel auch auf anderen Plattformen wie Instagram und anderen. Aber junge Menschen, und zwar egal ob vom Dorf, von der Stadt, mit Zuwanderungsgeschichte, ohne, mit verschiedenen kulturellen Hintergründen, aus verschiedenen Religionen, Sexualitäten, sind auf Facebook aktiv. Und ich freue mich sehr, dass wir eben versuchen, mit dieser Kampagne diese jungen Menschen dort zu erreichen, in den Dialog zu kommen, zu informieren über die Bundestagswahl und vor allem auch mit Politik zusammenzubringen. Vielen Dank, das ist sehr, sehr spannend. Und ich wurde auch von dem einen oder anderen gefragt, ja, aber warum denn mit Facebook? Das ist ja so ein wichtiges Thema. Aber warum ausgerechnet mit Facebook? Das hat natürlich auch teilweise mit den Herausforderungen zu tun, dass Facebook sozusagen nicht nur positiv abgespeichert ist, sondern dass es eben auch viele Ismen, Herausforderungen gibt, die wir offline kennen, die eben auch online ausgetragen werden und wo es sicherlich Punkte gibt, die noch optimierungsbedürftig sind. Und trotzdem, und das war für mich das Hauptargument, habe ich gesagt, Social Media for Good kann nicht schlecht sein. Und es geht um eine Reichweite, die da ist. Und die Frage ist ja, wie nutzen wir die? Also überlassen wir das denjenigen, ich sage immer der engagierten Minderheit, letztlich auch der Marktschreier, die spalten wollen, die Feindbilder schaffen? Oder schaffen wir es gemeinsam sozusagen mit eurer Unterstützung, mit der Reichweite, die ihr uns zur Verfügung stellt, zu appellieren, auch sozusagen an die Wertehaltung, an die Selbstwirksamkeit und auch an das Gute in Anführungsstrichen. Denn es geht ja tatsächlich darum, dass wir da noch sehr viel Aufklärungsbedarf haben und auch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, damit die Menschen auch an die Wahlurnen gehen. Wie gehst du denn gerade auch als Facebook-Mitarbeiterin mit den unterschiedlichen Herausforderungen um? Oder was ist eben auch dein Argument zu sagen, es ist wichtig, auch differenziert wahrgenommen zu werden? Als Plattform? Mhm. Ja, ich meine, wie du sagst, es gibt natürlich ganz viele Baustellen auf den sozialen Medien und im Internet generell natürlich. Wir wissen durchaus, dass wir mit vielen Herausforderungen auch bei uns auf der Plattform zu kämpfen haben. Wir wissen, und das ist online leider nicht anders als offline, dass insbesondere Menschen mit bestimmten Merkmalen, also ob sie vielleicht so aussehen wie du oder ich oder eine andere Sexualität haben oder eine andere Religion oder sonst wie nicht in das Weltbild von bestimmten Menschen passen, auch sehr viel Hass ausgesetzt sind. Und das ist online, wie gesagt, nicht anders als offline. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung für uns, zu schauen, dass unsere Plattformen ein Raum sind, wo sich alle Menschen ausdrücken können, wo sie sich sicher fühlen und wo sie selbst sein können und eine Stimme haben. Und deswegen müssen wir natürlich dafür sorgen, über unsere Policies, über viele andere Aktivitäten, über Partnerschaften, über Aufklärung, dass wir dafür sorgen, dass unsere Plattform sicher ist und vor allem ein Raum bleibt, in dem sich Menschen frei äußern können. Und daran arbeiten wir jeden Tag sehr, sehr hart und werden das auch noch weiterhin härter tun müssen. Ja. Ehrlicherweise ist das auch so meine persönliche Erfahrung.
ich kann nicht mit und ich kann nicht ohne, sage ich in Anführungsstrichen. Aber ich bin auch ganz ehrlich, unsere Arbeit ist nicht losgelöst von Social Media zu verstehen. Insbesondere mit der Menschenrechtsorganisation Hava Help haben wir extrem auch von Social Media profitiert, zu einer Zeit, als wir auch über Menschenrechtsverletzungen, Entmenschlichungen, Kriege, Völkermorde gesprochen haben, für die sich zu dem Zeitpunkt keiner interessiert hat. Und ich bin in den Irak gefahren und habe einfach angefangen zu drehen. Und ich habe Videos gemacht und ich habe die unentwegt hochgeladen bei Facebook. Und so begann tatsächlich meine Arbeit ganz konkret in diesem Bereich. Das kann man auch richtig nochmal nachgucken, dass es so ab 2014 tatsächlich ganz konkret losging, dann quasi als Kriegsberichterstatterin aus dem Irak. Und weil ich keine andere Plattform hatte zu dem Zeitpunkt, habe ich einfach ein Video nach dem anderen hochgeladen und der Rest hat sich dann darauf aufgebaut. Konstanze, wir sind heute auch zusammengekommen, um über den German Dream zu sprechen. Wir sind mit euch gemeinsam die Initiatoren dieser Kampagne und das ist nicht nur ein Claim, das ist nicht nur ein Ausspruch, was an einem PR-Reißbrett entstanden ist, sondern das ist tatsächlich ein Movement, das ist eine Grassroot-Bewegung, die auch geprägt ist von meinen persönlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe, von meiner Biografie. Und Konstanze, was ist denn dein persönlicher German Dream? Was würdest du sagen? Mein persönlicher German Dream? Ganz allgemein gesprochen würde ich sagen, für mich ist der perfekte German Dream, dass alle Menschen, egal wo sie herkommen, wie sie aussehen, wen sie lieben, sich hier als Teil der Gesellschaft fühlen können und auch als solche akzeptiert werden und sich nicht dauernd rechtfertigen oder erklären müssen. Das ist für mich so eine Vision eines German Dream. Was ist deine German Angst? Meine German Angst ist ein Stück weit auch der Status quo, dass sich eben viele Menschen, obwohl sie hier geboren sind, obwohl sie deutsche Staatsangehörigkeit haben, obwohl sie hier in diesem Land leben, nicht als Deutsche fühlen können, dass sie sehr viel mehr strukturelle Hürden haben im Arbeitsmarkt, Diskriminierung erfahren, politisch vielleicht nicht so repräsentiert sind, wie es sein sollte. Und dass wir gerade natürlich auch Strömungen sehen von rechts, die mir sehr große Sorge machen in der Gesellschaft, bis hin, dass sich eben Menschen, die auch anders aussehen, hier teilweise nicht mehr sicher fühlen. Und das ist ein Stück weit auch eine Realität und das ist definitiv eine German Angst. Ja. Und nicht nur nicht mehr sicher fühlen, sondern tatsächlich ja auch umgebracht werden mit sichtbarer Migrationsgeschichte, Stichwort absolut. Hanau beispielsweise. Ja. Und ich glaube wirklich, alles beginnt auch mit Sichtbarkeit. Es beginnt mit Aufmerksamkeit und letztlich auch mit Repräsentanz. Und deswegen glaube ich, dass diese Kampagne auch so wichtig ist. Das war für uns eben auch der Ansatz, rauszugehen, multilingual, denn wir sind pluralisiert, wir sind diversifiziert und ich finde, es braucht auch eine pluralisierte Kommunikation. Für mich ist es selbstverständlich, dass wir die Menschen in diesem Land in der deutschen Sprache ansprechen. Das ist das, was wir im Bestfall alle gemeinsam haben, aber eben auch in der Herkunftssprache und Butter bei die Fische. Also ich kann von meinen Eltern sagen, dass die der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, wie ich das mittlerweile bin beispielsweise oder wie ich es immer war, weil ich hier geboren und aufgewachsen bin, sondern dass sie eher gebrochen Deutsch sprechen, aber dass sie trotzdem ein wichtiger Teil dieser Gesellschaft sind. Sie haben beide auch die deutsche Staatsbürgerschaft, aber für niemanden von uns, und ich habe 10 Geschwister, wir sind 11 Kinder zu Hause, war das Wahlrecht selbstverständlich, war das Deutschsein, zumindest das Passdeutschsein, selbstverständlich. Mein Vater hat sehr viel dafür kämpfen müssen, jahrelang. Und ich war noch ein kleines Kind, als ich irgendwann mitbekommen habe, dass wir tatsächlich jetzt nicht mehr von dieser, sage ich mal, asylrechtlichen Situation bedroht sind. Dieses Gefühl kann man nicht nachvollziehen, wenn man nicht selber davon betroffen ist, auch was das Gefühl der Unsicherheit angeht, sondern da war er dann endlich, der deutsche Pass, da war sie dann endlich, die deutsche Staatsbürgerschaft. Und ich kann mich noch an diese Einbürgerungsurkunde erinnern. Ich bin in Hannover geboren und aufgewachsen. Wir sind damals in die Maschstraße gegangen. Dort haben wir die Einbürgerungsurkunde abgeholt und es war für mich ein ganz stolzes Gefühl, ehrlich gesagt. Und mein Papa war dann mit mir und dann hat er gesagt, wir sind jetzt Deutscher, statt wir sind jetzt Deutsche. Und ich dachte noch in dem Moment, es war ein R zu viel. Und dann hat die Beamtin gesagt, sind Sie nicht und werden Sie nicht. Und das hat gesessen, das hat mich sehr geprägt. Ich habe schon oft über dieses Beispiel gesprochen. Aber das war übrigens genau da, als ich die deutsche Staatsbürgerschaft offiziell bekommen habe. Und ich weiß noch, dass ich da als kleines Kind saß und dachte, und wie ich das bin, und das werde ich dir eines Tages zeigen. Ich will mit diesem Beispiel, mit diesem sehr persönlichen, einfach nur zeigen, wie wichtig es ist, nicht nur sich als Teil einer Gesellschaft zu fühlen, selbst wenn du nicht von allen gleichermaßen akzeptiert wirst, aber selbst wenn du nicht akzeptiert bist,
strukturell nicht benachteiligt zu werden. Das heißt, selbst wenn jemand mir das Deutschland abspricht, weil ich andere Wurzeln habe, habe ich immer noch das Wahlrecht. Und das habe ich ja nur mit der deutschen Staatsbürgerschaft. Und wie viele Menschen gibt es immer noch in diesem Land, die dieses Wahlrecht nicht haben, obwohl sie es verdient hätten, unabhängig davon, wo sie herkommen, welche Religion sie haben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, da eine Sensibilität herzustellen, aber vor allem auch dafür zu sorgen, dass wenn man dann diese Möglichkeit hat, wählen zu gehen, davon auch Gebrauch zu machen, denn immer noch sehr viele Menschen auch, haben auch Angst davor, wählen zu gehen, wenn das keine Selbstverständlichkeit war. Ja. Was hast du so für Erfahrungen damit? Konntest du schon immer wählen oder wie war das bei euch? Ich hatte tatsächlich immer das Recht zu wählen, mein Vater nicht. Und ich habe mich aber tatsächlich auch erst relativ spät damit auseinandergesetzt. Ich war schon immer eine sehr politische Person auch und habe mich mit vielen strukturellen und gesellschaftlichen Themen auseinandergesetzt oder auch auseinandersetzen müssen. Wenn man immer so die Einzige ist mit schwarzen Haaren und natürlich auch viel gespiegelt bekommt, macht man das zwangsläufig. Aber meine Mutter war zum Beispiel total apolitisch, hat sich für viele Themen interessiert, aber für Wahlen überhaupt nicht. Und mein Vater hat Deutsch gelernt über Nachrichten, also hat sich auch immer sehr für Politik interessiert, aber hat auch erst viele Jahre, nachdem er nach Deutschland kam, verstanden, wie das Wahlsystem funktioniert, dass er überhaupt wählen darf, ja, wie das funktioniert mit dieser Benachrichtigung und irgendwie so das Ding in die Urne zu schmeißen. Und insofern habe ich mich tatsächlich auch erst über die Schule so ein bisschen sozialisiert, was das Wählen angeht. Und das ist natürlich sehr oldschool gewesen, ein sehr mechanischer, trockene Erklärung. Ja, dann hat man irgendwie so eine Grafik, wo so eine Hand irgendwie so ein Wahlzettel in die Urne steckt. Also wenig emotional auch. Insofern hat es bei mir auch eine Weile gedauert, bis ich, obwohl ich zum bestimmten Zeitpunkt natürlich auch wählen durfte, ab 18, bis ich wirklich regelmäßig zur Wahl gegangen bin und auch verstanden habe, was ich hier für ein Recht wirklich habe. Ja? Dass ich keine Lust habe, dass andere für mich entscheiden, dass auch Nichtwählen einen Ausschlag hat bei den Wahlergebnissen. Und auch sozusagen das nicht nur irgendwann als Pflicht empfunden und als Chance, sondern irgendwie auch eine Art emotionale Bindung dazu entwickelt. Aber das brauchte halt ein bisschen Zeit. Insofern hätte ich so eine Kampagne früher gehabt, wäre ich sicherlich auch noch mal früher an die Wahlurne gegangen. Aber heute ist es natürlich ganz anders und ich zelebriere das Wählen sehr. Ich habe zwei kleine Kinder, die dürfen noch lange nicht wählen. Aber wir gehen immer zusammen als Familie zur Wahl, streiten auf dem Weg dahin sehr viel, sind genervt, weil man ja irgendwie ganz oft dann doch noch so in der letzten Minute auch vielleicht Zweifel hat. Aber das zelebriere ich sehr und ich finde es wichtig, zur Wahl zu gehen und seine Stimme zu nutzen. Und ich finde das so schön, was du gerade erzählst, weil das bei mir gerade eine Erinnerung hervorruft, nämlich auch mein Vater, der hat sich dann immer schick gemacht. Also er hat dann die Krawatte kam raus. Sofort ja, Spiegel, ja, die Krawatte. Ja, genau. Dann, ja. Papa war dann immer oder ist dann immer auch schon ganz früh wach, wenn dann Wahlen sind. Ja. Und dann hat er uns immer genervt, weil er uns dann immer alle aufgeweckt hat und meinte, los, aufstehen, heute sind die Wahlen, wir müssen wählen gehen. Und ich weiß noch, wie genervt ich früher war und heute realisiere ich erst, was für ein Riesenschatz das ist, dass mein Vater so politisiert ist. Und er hat echt noch meine 100-jährige Oma zur Wahl geschleppt, ne? Weil er von vornherein immer verstanden hat, dass jede Stimme auch zählt, ja, und selber eben auch ein politischer Mensch ist und immer auch uns sensibilisiert hat. Und dann hat mein Vater noch was gemacht. Er hat meine Verwandtschaft auch dann kontaktiert und angerufen. Ja. Und da war oft dieses Wording, und das ist jetzt gar nicht verallgemeinert gemeint, ich sag's nur aus meinem Umfeld, ach, was für ein Quatsch. Nee, wir sind nicht wählen gegangen. Ja. Ja, was soll man denn jetzt verändern? Was ist denn meine Stimme wert? Wir sind doch sowieso nichts wert. Also das hat ja auch alles übrigens Gründe, ja, ne? Weil man jahrzehntelang unsichtbar war. Und dann hat mein Vater immer wieder auf die eingewirkt, nein, ihr müsst wählen gehen, eure Stimme ist wichtig, sonst gewinnen die Rechten und hier und da. Und dadurch ist, glaube ich, auch so ein Sensibilisierungsprozess losgetreten worden, zumindest ja, in unserem Umfeld. Ja. Genau. Und dass das Thema Nichtbeteiligung in der Wahl keine Frage ist von Herkunft und Religion, das ist ja hinlänglich bekannt und das kriegen wir ja auch mit, ja, dass es da sozusagen auf allen Seiten Schwierigkeiten gibt. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, dass wir überhaupt nicht von einer politikverdrossenen Jugend sprechen können. Oder Menschen? Gar nicht. Hochpolitisiert total, oder? Total. Und das kann man auch, also nicht erst seitdem, aber vor allem so auch im letzten Jahr beobachten, auch beispielsweise auf den sozialen Medien. Ich glaube, die Jugend ist so politisch aktiv und interessiert und involviert wie schon lange nicht mehr. Und wir haben es eben auch in der Corona-Zeit gesehen, wie viele
Bewegungen auch wirklich gestartet, aber auch groß geworden sind über soziale Medien. Also ob es Black Lives Matter ist, Fridays for Futures und andere. Ganz, ganz viel Ehrenamt funktioniert digital, wird digital organisiert und wird insbesondere gepusht von Jugendlichen aus den völlig unterschiedlichen Bereichen mit unterschiedlicher Herkunft, aus unterschiedlichen Schichten. Also es ist eine sehr politische Jugend, die es ja aber auch geschafft hat, ein bisschen Agenda-Setting zu betreiben über die sozialen Bewegungen, was super ist. Aber es ist eben auch eine Ergänzung zur Wahl, würde ich sagen. Also auch politische Agenda zu setzen, eine Stimme zu nutzen und einen Punkt zu machen durch eben das Kreuz, ist eine relevante Geschichte. Und ich glaube, so die Beispiele auch unserer Eltern zeigen, dass es eben oft nicht darum geht, es geht nicht um Alter, es geht nicht um Herkunft, es geht nicht um Politikverdrossenheit, sondern oftmals geht es um einen Zugang zu Informationen, ja, der vielleicht auch auf Augenhöhe passiert. Bei meinem Vater war es am Anfang eine sprachliche Hürde, dass er das System nicht verstanden hat. Und insofern freue ich mich sehr, dass eure Kampagne da auch, die wir unterstützen dürfen, da wirklich auf Augenhöhe kommuniziert und eben Informationen anbietet, ja, von Leuten, die, in denen ich mich vielleicht eher spiegeln kann, weil sie meine Sprache sprechen, weil sie so aussehen wie ich, weil sie eben meine Sprache sprechen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wertvoll. Und dann kann man natürlich nur hoffen, dass das auch ein Stück weit motiviert, dass die Leute auch ihre Stimme nutzen. Aber wichtig ist, glaube ich, diese Informationen erstmal bereitzustellen und vor allem auch diese potenziellen WählerInnen zu erreichen. Und du hast gerade was Wichtiges angesprochen. Am Ende geht es ja nicht nur darum, die Köpfe der Menschen zu erreichen, sondern wie erreichen wir sie in den Herzen? Und da glaube ich schon, dass eine Muttersprache einfach ganz anders durchdringt. Und ich habe das selber gemerkt, als ich das Kampagnenvideo gesehen habe, in den unterschiedlichen Sprachen, das hat mich total berührt. Und ich muss sagen, dass ich mir sozusagen als Kind genau so eine Kampagne gewünscht hätte. Und dass es ja auch so ist, dass die WertebotschafterInnen ganz viel Aufklärungsarbeit betreiben. Also es ist jetzt nicht nur so, dass die mal kurz ein paar Soundbites in ihrer Sprache raushauen, sondern tatsächlich auch in der Herkunftssprache aufklären, das Ganze dann eben auch übersetzen selber, weil sie ja selber in mehreren Welten zu Hause sind. Und ich glaube, das unterschätzen wir auch, diese Kraft der Begegnung, Kraft der positiven Begegnung von Menschen, die alle Teile der Gesellschaft repräsentieren. Ja. Und da sind natürlich auch Menschen dabei wie Wladimir Bulakow, der ein sehr renommierter, toller Schauspieler, Nathalie Ambry, die Weltspiegel, Auslandskorrespondentin beispielsweise. Aber es sind auch Menschen dabei, die man vielleicht noch nicht kennt, aber die Unglaubliches leisten, auch ehrenamtlich. Und wir merken immer wieder, dass das unheimlich gut ankommt bei den Menschen. Ja. Und das ist ja auch diese Kraft, die wir sozusagen nutzen wollen. Und deswegen glaube ich eben auch, dass wir nicht von einer Politikverdrossenheit reden können, aber durchaus von einer Jugendverdrossenheit, teilweise seitens etablierter Parteien. Und da geht es nicht ums Bashing genereller Natur, aber es ist tatsächlich so, dass Zugänge noch verwehrt werden, dass die Begeisterung, die man entfachen kann, auch wenn man die Menschen daran erinnert, wozu sie in der Lage sein können, wenn sie ihre Stimme setzen, wenn sie ihre Selbstwirksamkeit geltend machen. Du hast es toll beschrieben, gerade auch mit dem Agenda-Setting. Ich meine, Fridays for Future für Klimaschutz, aber warum nicht auch das Erweitern mit Fridays for Future für Menschenrechte, für gesellschaftlichen Zusammenhalt, also alles, was an Veränderungsprozessen kommt, kommt von unten. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Kraft, die unbesetzt bleibt, wenn wir sie nicht sichtbar machen. Total. Da passiert auch einiges und wie gesagt, auch auf den sozialen Medien, wie gesagt, oder aber auch abseits dessen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, was du gerade gesagt hast, ist, dass wir, glaube ich, immer noch sehr viel sehen, dass über bestimmte Menschen gesprochen wird, aber nicht mit ihnen. Und vor allem wird ihnen nicht zugehört. Ja? Also ich glaube, man muss Menschen sprechen lassen, nicht nur durch ihre Stimme, sondern man muss sie eben auch sehen, ihre Bedürfnisse erkennen. Und das ist so ein bisschen eine Hoffnung, die ich auch mit der Kampagne verbinde, weil wir natürlich auch versuchen, Politik und eben WählerInnen mit unterschiedlichen Herkünften und Hintergründen zusammenzubringen und da wirklich in so einen intensiven Dialog zu gehen. Und das ist, glaube ich, besonders wichtig. Und idealerweise natürlich kommen wir auch irgendwann dahin, dass diese Gruppen nicht nur gesehen und gehört werden, ihre Stimme nutzen, sondern dass auch der Bundestag, den wir jetzt ja Ende September wählen, künftig auch ein etwas realistischeres Bild oder Abbild der Gesellschaft darstellt. Ne? Und einfach mehr oder unterschiedliche Gruppen dort vertreten sind, die eben diese verschiedenen Perspektiven, Lebenswirklichkeiten und ihre Expertise einbringen. Und ich glaube, das ist nochmal eine andere Seite von politischer Repräsentanz, die für unsere Demokratie und den sozialen Zusammenhalt richtig wichtig ist. Und es klingt makaber, aber es macht auch einen Unterschied, ob ich ein Wahlrecht habe oder nicht. Und ich
möchte nicht behaupten, dass das die einzige Rolle spielt, aber zu wissen, dass da Wählerpotenziale sind, die immer größer werden. Also wenn wir uns das auch demografisch vergegenwärtigen, dass in jeder deutschen Großstadt mittlerweile jeder Dritte auch Zuwanderungsgeschichte hat, dann ist das auch aus vielen Aspekten wichtig. Also es geht nicht nur sozusagen darum zu glauben oder zu denken, man würde was für die Communities tun, denn wir sind ja alle eine Gesellschaft, sondern es geht tatsächlich darum auch zu erkennen, dass da eine Kraft dahinter steckt und das in mehrerlei Hinsicht, also ob wir das jetzt politisch sozusagen einordnen, bewerten, es geht nicht nur darum, dass Menschen mit Zuwanderungsgeschichte wählen sollen, sondern dass sie auch dieses Land noch besser repräsentieren könnten, logischerweise. Und wir wissen, dass es da eben noch viele Strukturen gibt, an denen wir auch schütteln und rütteln müssen. Und das ist ja auch etwas, was wir gemeinsam mit German Dream, aber auch mit Hava Help tagtäglich vorleben. Wir reden nicht über Diversity, sondern wir leben das und wir stehen für etwas und sind nicht gegen etwas. Also das geht im Grunde genommen sozusagen auch darum, Gemeinsamkeiten zu schaffen, das Verbindende, diese integrative Kraft, die schwere Zeiten hat gegenwärtig, keine Frage. Und ich merke immer wieder, dass uns junge Menschen eben auch schreiben, die dann eben sagen, ich würde mich jetzt nicht trauen, mich da und da zu melden, aber bei euch melde ich mich, weil ihr seht so ähnlich aus wie ich. Ja. Und ihr kommt auch aus ähnlichen Verhältnissen wie wir. Ja. Und ich kann mich an Phasen erinnern in meinem Leben, wo ich mich dafür geschämt habe, dass ich keinen Herlitzfüller hatte oder dass wir zu sechs in einem Zimmer waren oder dass meine Eltern bei Aldi einkaufen mussten. Wir stehen dazu heute, wo wir herkommen. Wir stehen dazu. Und wir empfinden das auch überhaupt nicht als defizitär, sondern das ist eigentlich der Schatz. Im Gegenteil, ja. Das ist der Reichtum. Das ist das, was uns ausmacht, weil der Weg ein ganz anderer war. Ich habe heute Morgen mit einer tollen Journalistin gesprochen und ich habe sie dann gefragt, ja, aber was ist denn der Unterschied jetzt für dich gewesen als Journalistin mit Zuwanderungsgeschichte im Gegensatz zu deinen Kollegen? Und sie hat das dann beschrieben mit einem Bild, dass sie gesagt hat, wir spielen alle Basketball, aber unsere Basketbälle haben mehr Gewicht. Da hängen Gewichte dran. Und irgendwie habe ich mir dieses Bild gemerkt. Und ich glaube, dass wir beide nicht dafür stehen, zu sagen, nur weil jemand einen anderen Nachnamen hat oder andere Herkunft, muss der bevorzugt werden. Nein, er muss die gleichen Chancen haben wie alle anderen. Keine besseren und keine schlechteren, die gleichen. Und das haben wir noch nicht erreicht. Er muss die gleichen Chancen haben, aber vor allem muss er auch in der Lage sein, die Chancen nutzen zu können. Das ist besonders wichtig, ja. Und was du angesprochen hast, das ist, glaube ich, auch nochmal sehr wichtig, spreche jetzt persönlich, auch für Parteien, glaube ich, zu verstehen, dass Vorbilder, Repräsentanz eine Rolle spielen. Und das ist ja total menschlich, wenn ich jemanden sehe, in dem ich mich so ein bisschen spiegeln kann, der eine ähnliche Geschichte hat, der das gleiche Geschlecht hat, vielleicht gleiches Alter, weiß nicht, gleiche Hautfarbe wie ich, dann höre ich dieser Person nochmal anders zu, ich bin aufmerksamer. Und das sehen wir natürlich im Bereich Politik auch. Ja? Also wann fühle ich mich gehört oder gesehen? Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man, glaube ich, auch bei solchen Kampagnen auf Augenhöhe spricht, dass dort WertebotschafterInnen sprechen, die eben in verschiedenen Sprachen sprechen, die verschiedene Haarfarben haben, die verschiedene Herkünfte haben. Und idealerweise spiegelt sich das auch künftig etwas mehr in der Politik wieder. Das ist sehr wichtig. Und vielleicht, um noch einen Schritt weiter zu gehen, es geht auch darum, wer diese Kampagnen macht. Also es geht auch nein, wirklich. Und das geht jetzt nicht um dich persönlich, um mich persönlich, aber ich glaube schon, dass es auch viele Menschen gibt, die es leid sind, dass über sie verhandelt wird und entschieden wird, was gut oder was schlecht für sie ist. Das können die Menschen selber entscheiden. Und da glaube ich eben schon, gibt es auch ein Gefälle. Und das macht tatsächlich Spaß, also da auch so ein paar gläserne Decken gemeinsam einzureißen. Du weißt, das schafft man nie alleine. Und deswegen bin ich wahnsinnig happy. Und die Kampagne hat gerade erst begonnen. Die geht jetzt 3 Monate. Und wir werden sowohl über Social Media, aber auch offline mit tollen Veranstaltungen und tollen Akteuren aus der Gesellschaft, aus der Zivilgesellschaft, Menschen, die viele Fragen haben an politische Entscheidungsträger, werden wir zusammenbringen. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass wir es zusammen machen. Ich freue mich sehr. Danke, dass wir Kooperationspartner sein dürfen. Was machen wir am 26. September? Wir gehen wählen. Du auch?